Hallihallo, liebe Leute, und herzlich willkommen zu einem neuen EO-Video, nämlich Pac-Man EO. Ich habe jetzt einfach, weil das Spiel an sich keine Hintergrundmusik hat, habe ich hier einfach mal Super Smash Bros. Ultimate Remix angemacht, damit wir überhaupt Hintergrundmusik haben. Allerdings ist mir die gerade ein bisschen zu laut. Und ja, Pac-Man EO ist ein sehr schönes Spiel. Man spielt Pac-Man, es ist noch in der Beta. Wir starten als Dizzy, obwohl es eben schon mal nicht funktioniert. Ich habe es einmal kurz ausprobiert. Und ja, man startet quasi als... Wie sah das denn aus? Man startet als kleiner Pac-Man in so einer kleinen Welt. Es ist ganz normal Pac-Man. Ich heiße schon wieder Unnamed Pac. Ich bin hier Platz 20 und wurde schon aufgefressen. Geil, du, danke. Danke, Russe. Typi hier. Start einfach genau im selben Ort wieder. Man darf nicht gegen die Geister gehen. Und es ist ein Clou. Also erstmal, um EO-Games allgemein zu erklären. In EO-Games geht es darum, dass man sich ganz klein anfängt und dann sich voll frisst, dass man irgendwann ganz groß wird. Und in Pac-Man EO ist das nun mal so, dass man Pac-Man spielt. Und ihr habt gerade schon gesehen, man wird richtig groß, wenn man solche Früchtchen nützt. Aber man kann auch Power-Ups mitnehmen. Jetzt haben wir so eine komische weiße Kugel mitgenommen. Und wenn wir die jetzt einsetzen, also die hat man dann so lange, bis man Linksklick macht und dann kann man sie einsetzen. Und je nachdem, was für ein Power-Up man kriegt, haben die andere Fähigkeiten. Hier, diese weißen Kugeln, die kennt man ja auch aus normalen Pac-Man. Die machen einfach, dass die Geister dann zu blauen Geistern werden und dann kann man sie aufessen. Ich finde dieses Spiel richtig witzig. Man muss zudem auch noch die anderen Pac-Man mit aufessen. Dann wird man auch größer. Und es gibt auch eine Fähigkeit, dass man selber zum Geist wird und so zum Beispiel den riesigsten Pac-Man auf der ganzen Welt einfach wegmachen kann als Geist. Das ist auch egal, wie groß man, glaube ich, ist als Geist. Ja, und ansonsten gibt es nur eine Taste. Man spielt das mit der Maus und sonst gibt es noch eine Taste. Ich glaube, ich bin jetzt schneller. Und mit dieser einen... Nein, Moment! Ich bin so langsam! Ich bin Pac-Man! Ich fresse euch alle auf! Genau, mit dem Linksklick kann man dann so einen Dash machen. Aber ich glaube, wenn man diesen Dash macht, dann wird man auch kleiner. Und mehr gibt's, glaube ich, gar nicht. Guck mal, wir sind jetzt schon Vierter. Und mir ist auch schon aufgefallen, dass ich das eben einmal getestet hatte. Der King, also der erste Platz auf dieser Map, der hat tatsächlich auch eine Krone auf. Warte, ich will euch mal alle Power-Ups einmal zeigen. Ansonsten, wie gesagt, hier gibt es auch solche Labyrinthe, wie man das von Pac-Man kennt. Den können wir wahrscheinlich gerade aufessen. Nom, 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 boah, ja, das hat's richtig gebracht. Aha, jetzt bin ich ein riesig großer Pac-Man. Hier, da ist dieses Power-Up, das uns zu einem Geist machen würde. Solange man ein Power-Up drin hat, dann seht ihr, haben wir sowas im Mund drin. Sieht man ja auch, das sehen auch die anderen. Und währenddessen können wir nämlich nichts mehr essen, bis wir diese Fähigkeit eingesetzt haben. Und jetzt suchen wir mal irgendwie einen großen Pac-Man. Ja, der ist groß. Das ist sogar der König. Wir gehen jetzt zum König, der wird es bestimmt essen. Aber nein, wir setzen unsere Fähigkeit ein. Und zack, haben wir ihn als Geist kaputt gemacht. Und jetzt sind wir die neue Nummer 1. Leute, ich wusste gar nicht, dass das bringt, dass man dann selber zum Größten wird. Guck mal, jetzt haben wir die Krone. Okay, das ging schnell. Oh nein, ein Geist. Lol, guck, sogar so ein kleiner Scheißgeist kann ich einfach töten. Das ist so unfair. Aber irgendwie finde ich das Spiel trotzdem witzig. Also diese Geister sind viel zu OP. Man müsste irgendwie einstellen, dass diese kleinen Geister einen nicht töten können, dass sie schon irgendwie zumindest so ein Drittel von deiner Größe haben müssen. Guck mal, er versucht hier durchzukommen. Oh nein, du kriegst mich nicht. Oh Gott, du kriegst mich doch. Nein, bitte lass mich in Ruhe. Hier kommst du niemals rein. Aha, aha. Ich bin safe. Kommst du nicht rein? Nein. Ich esse jetzt den Apfel oder kannst du mich mal? Zack. Ja, ich passe hier durch und du? Du passt hier nicht durch. Hallo. Na, willst du mir folgen? Tja, wird wohl nix. Tja, wird wohl nix. Du Blödmann. Du Blödarsch, du. Njong, Speedo Gonzales. Njong, niemals kriegst du mich. Jetzt bin ich sowieso schon groß genug. Jetzt ist es auch so, er kann mich jetzt nicht mehr auffressen. Oh mein Gott, ich weiß nicht, ob er diese komische Fähigkeit hat, wenn er ein Geist ist. Ob er dann auch dashen kann. Yo, der ist schon wieder ein Geist. Da muss man ja richtig aufpassen. Richtig aufpassen. Ah, dieses Gesicht, das hat sich gerade so angefühlt, als wenn er einfach so ein Doppelpunkt-V-Mund macht. Aber das ist es ja auch irgendwie. Hallo. Hallo. So, als wenn er so ein Trollface gemacht hätte. Haha, du verarscht. Ich war der Geist. Ja, aber cool. Wir waren jetzt schon einmal Platz 1. Jetzt weiß ich gar nicht. Jetzt habe ich ja gar kein Ziel mehr. Wir waren ja schon Platz 1. Nein, fress den Kleinen nicht auf. Oh Gott. Wie konntest du es wagen, den Kleinen aufzufressen? Ist ein... Oh Gott. Ist ein... Hilfe, hier sind so viele Leute. Ein ganz schön brutales Spiel, wenn man seine eigenen Leute auffressen muss. Ich glaube fast, der kann mich auffressen, aber ich glaube, der hat gerade irgendeinen Bug oder so. Ich mache mich mal schnell groß genug. Ich glaube, wir sind jetzt schon zu groß für den. So, warte, das ist mein Kleiner. Hallo, Kadir. Kadir, ich würde dich gerne fressen. Kadir. Ja, Kadir, du kommst nicht weiter. Njom, 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 njom. Tja, da dachte er, er passt da durch, aber nope.
Nicht, wenn ein Unnamed Pack dabei ist. Die Hintergrundmusik geht übrigens nur eine Stunde. Von daher weiß ich nicht, ob die langt, aber wahrscheinlich schon. Passen wir hier durch? Wenn wir uns da durchquetschen? Ja, das passt hier easy. So fett bin ich gar nicht. Du hast mich fett genannt. Ich bin nicht fett. Kann man sich locker auch irgendwo einfach... Danke. Kleines etwas. Kann man sich irgendwo verhaken und dann kommt man nirgendwo mehr raus. Ich finde das witzig, dass der Pac-Man sich so ein bisschen verformt. Jom, jom, jom. Aber was mir tatsächlich fehlt, ist dieses Nom-Nom-Nom-Nom-Nom-Nom-Nom-Effekt, wenn man was aufisst. Hallo, kleiner Pac-Man. Willst du bitte in mein Gesicht rein? Bitte komm doch in mein Mundi. Nein? Na gut, dann nicht. Dann esse ich die. Dann bin ich hier Vegetarier. Oder Veganer. Ja, das Spiel ist umsonst. Also, wenn ihr spielen wollt, einfach auf pacman.io gehen. Jetzt holen wir uns hier die Geheimwaffe und jetzt gehen wir wieder zum König. Hier, dieser Ha-ha-ha-ha-ha, falsch rum geschrieben, ist unser König. Den machen wir kaputt. Oh nein, wir müssen so tun. Oh, warte. Oh, man muss den tatsächlich häufiger treffen, wie ich das gerade sehe, oder was? Wir mussten ihn ja gerade relativ lange treffen, damit er stirbt. Er ist glaube ich, erst mit der Zeit kleiner geworden. Aber was macht man denn dann gegen diese ganzen... Gegen diese Geister, wenn die an dich rankommen, dann kannst du ja gar nichts machen. Du bist auch total langsam, wenn du so groß bist. Aha! Okay, dann nicht. War nur ein Witz! Komm wieder zurück! Jetzt ist schon wieder der König. Okay, scheint recht einfach zu sein, in diesem Spiel der König zu werden. Oh, der hat was in sich, Oh nein, der will uns bestimmt töten! Nein, wir müssen weg! Wir müssen selber zu einem Geist werden! Nein, nimm das! Nein! Oh Gott, wir müssen hier weg! Schnell werden! Okay. Wir sind jetzt kein King mehr, aber dafür... Oh! Der hat uns auch schon wieder kleiner gemacht. Okay, nee, dann sind die Geister doch nicht viel zu OP. Man muss die Leute anscheinend häufiger oder länger treffen, eine längere Zeit, damit die einen kleiner machen. Hier geht's witzig. Ich mag diese IO-Spiele ja sowieso voll gerne. So, da. Ich werde gleich ein Geist, wenn du zu mir hinkommen willst. Ah, super witzig. Mir fällt gerade auf, dass so diese ganzen IO-Spiele ja eigentlich auch ein Battle Royale sind, oder? Nur, dass man halt immer wieder neu sich machen kann. Oh nein, ich wollte meine Fähigkeit einsetzen! Oh, ich hab's verrafft, Leute. Ich hab's verrafft, meine Geistfähigkeit einzusetzen. Da war der zu schnell. Na gut, aber so als kleiner Einblick würde ich sagen, langt das sogar. Ich weiß nicht, ist halt immer dasselbe. Macht eigentlich relativ viel Spaß, wenn ihr es selber spielen wollt. Pac-Man.io steht hier auch. Trademark, by the way. Die Musik ist voll gut. Und dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen, Leute, bei diesem kleinen Mini-Video, das heute noch dazu kam. Und ja, dann bis zum nächsten Mal. Tschüss.